Es ist schon spät, nicht wahr? Um diese Zeit sollten wir schon längst im Bett liegen und schlafen. Besonders die Kleineren, denn auf ARD und ZDF läuft zum letzten Mal das Sandmännchen im Fernsehen. Dieser kleine Mann mit Bart sollte uns Kindern helfen einzuschlafen, denn dieser Sand, den der Mann uns in die Augen streut, sollte angeblich unsere Augen schließen und dabei schlafen wir friedlich ein. Doch was passiert dann? Jeder von euch kennt das bestimmt. Man schaut sich die Folge vom Sandmännchen an und dann, wenn der Sand gestreut wird, machen wir alle die Augen zu, damit wir nicht einschlafen. Ein kleiner Tipp von mir, solltet ihr jemals das Sandmännchen anschauen, schaut am besten weg, guckt es euch nicht an, denn ihr werdet das bereuen. Mist, ich habe jetzt das Sandmännchen geschaut. Der Sand, der wurde gerade verstreut. Ich hoffe, dass ich diesem Mann jetzt nicht begegnen werde, denn er wird kommen, um mich zu holen. Was dann passiert, weiß niemand. Ich werde jetzt gehen. Am Ende gerne wieder kommentieren. Den Daumen nach oben geben. Ganz viel Spaß bei meiner kurzen Creepypasta. Der Sandmann. Der Sandmann. Jeder von euch wird ihn kennen. Den Sandmann. Er ist ein kleiner Mann mit weißem Bart. Doch wieso glauben so viele Kinder daran, dass er ihnen abends hilft einzuschlafen? Wegen seines Pulvers, welches die Kinder angeblich müde machen soll? Nun ja, ihr werdet noch sehen, was wirklich dahinter steckt. Wie jeden Abend lief wieder mal die Serie Unser Sandmännchen. Viele Kinder schauten diese Serie in der Hoffnung, danach einen angenehmen Schlaf zu bekommen und besser einschlafen zu können. Die Wahrheit ist, nachdem die Sendung vorbei war und die Kinder gemütlich in ihren Betten lagen, tauchten vermehrt in den Nachrichten Tode von kleinen Kindern auf, die an Herzstillstand starben. Hingegen der Aussage der Eltern, dass es ihren Kindern gut ging und sie sich das nicht erklären können. Mittlerweile bin ich erwachsen geworden und habe nie als Kind die Serie gesehen, sodass ich von Glück reden kann, dass ich noch lebe. Die einzige Erklärung wäre, dass es den Sandmann wirklich gibt. Aber dies kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Manche behaupten, er würde nachts, wenn die Kinder schlafen, zu ihnen ans Bett kommen und sich vor sie stellen, ohne etwas zu tun, einfach dastehen und sie beobachten. Einige sollen ihn wiederum erkannt haben und daraufhin soll er noch ein bisschen von seinem Schlafstaub verteilt haben, sodass sie wieder friedlich einschliefen. Zudem soll er ihnen ins Ohr geflüstert haben. Und die bekannte Strophe aus dem Lied gesungen haben. Daraufhin wachten sie nie wieder auf und schliefen den Schlaf, der ihnen das Leben kostete. Andere wiederum sollen sich so heftig von dem Anblick erschrocken haben, dass sie einen Herzstillstand bekamen und daraufhin verstarben. Es ist schon abends und langsam werde ich müde. Mal sehen, was im Fernsehen so läuft. Das Ende vom Sandmännchen. Der Staub wurde verteilt und ich konnte den Fernseher nicht rechtzeitig abschalten. Nun hoffe ich, dass ich diese Nacht überstehe. Nun komme ich. Dich holen.
Ha ha ha.